So, und nu? Was haben wir hier? Wo ist das Lagerfeuer denn? Hier unten, wa? Da. Wie das Leben für die hier geborenen Einwohner von Hafenstadt wohl ist, immerhin kennen sie nichts anderes als diese Welt. Und doch beschreiben Leute wie wir immer wieder ganze Welten voller Menschen und Orte. Wahrscheinlich ist es für sie schwer verständlich, worüber wir reden. Andererseits sind sie viel mehr an die allgegenwärtigen Monster gewöhnt. Ich schätze, die Stadt besteht im Grunde genommen aus zwei Hälften. So, also mein Kesselvieh kann ich nicht mehr. Das habe ich jetzt. Hier den Kohlenkessel. Kessel sind große, oftmals aus Metall oder Keramik bestehende Töpfe zum Zubereiten von Essen oder Medizin über einem Feuer. Exemplare aus prähistorischen Zeiten wurden überall auf der Welt gefunden, was auch ein Grund dafür sein dürfte, dass sie in der Folklore vieler Kulturen auftauchen. Genau. Gruppe. Kassette wechseln. Sammlung hinzufügen. Jetzt. Wir haben nämlich jetzt einige Monster inzwischen. Den nehmen wir jetzt mal mit. Ich habe eine besondere Verbindung zu den Nimmertoden in der Gegend. Komm uns lieber nicht in die Quere. Uiuiui. Apokrylypse. Naja, gut. Was ist denn Multischlag? Böse. Oh, ich muss ja alle kaputt machen. Stimmt. Ne, den lassen wir. Den wechseln wir auf Mirs Modus. So, du entzündest auch noch den Nimmertod, du machst eine Pustelbombe und dann sollte das eigentlich vorbei sein hier. Zack. So. Tschüssi. Blitzerin direkt mal hoch. Stürmen, trifft dein Ziel. Das ist das, was es soll. Du hast die Vögel verscheucht, ja. So, die sind... Feuer. Ah, hier übrigens. Der hat doch jetzt halbwegs Angriff. Fernangriff. Muss man dazu sagen. Komm, wir lassen mal Blitzerin angreifen.
Du entzündest. Und du machst Multitalent. Oh, das ist fast kaputt. Das ist kaputt. Das sieht so aus wie ein Vogel, dabei ist er ja gar keine. Das heißt, dieses Blitzen, Stürmen ist okay, macht aber nicht so den Schaden. Müssen wir eigentlich anders machen. Nämlich hier entzünden lassen und Kaylee nimmt auf. Recording. Boom. So. Das war's. Jetzt kannst du die noch so sehr anspucken, wie du willst. Sehr gut, Nimmertod. Es sollte erwähnt werden, dass der Nimmertod keinen Schnabel hat, sondern offenbar eine Pestarztmaske aus Porzellan trägt. Welches Gesicht sich hinter dieser Maske verbirgt, will man lieber gar nicht sehen. Aber wenn du das sagst. So, tot. Dann schließen wir das noch ab. Ich hörte, ist Captain Penny Dreadful oft in dem zerstörten Dorf östlich von hier zu finden. Na, ja, da gehe ich ja quasi hin. Gerade. Machen eine kurze Pause. Ruhen uns aus. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen nachgedacht. Ich habe meine Gefühle wegen meiner Zeit in Morbidstadt sortiert. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, dafür zu sorgen, dass die Leute glücklich sind. Tatsächlich habe ich viel Zeit damit verbracht, Leute zu erfreuen. Ich glaube, das tue ich noch immer. Das alles ist schön und gut, aber vielleicht sollte ich auch mal darüber nachdenken, was ich tun möchte. Sonst verheize ich mich nur. Dann wird nichts mehr von mir übrig sein. Was machst du denn gern in deiner Freizeit? Darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich glaube, als ich jünger war, hatte ich wesentlich mehr Leidenschaft für Dinge als jetzt. Ist das normal? Ich habe keine Ahnung. Wusstest du, dass ich früher Gitarre gespielt habe? Genau wie mein Papa. In meinen frühesten Erinnerungen sitze ich auf seinem Schoß und höre ihm beim Spielen zu. Wie konnte er denn gleichzeitig dich und eine Gitarre auf dem Schoß haben? Indem er sehr vorsichtig war. Meine eigene Gitarre habe ich mir als Jugendliche geholt, war aber nie besonders gut. Ich glaube, ich habe das Spielen aufgegeben, weil ich das Gefühl hatte, dass jedes Hobby auf irgendwas hinauslaufen sollte. Und naja, wenn ich nicht dazu bestimmt war, Profimusikerin zu werden, was brachte es dann überhaupt? Das ist ein Jammer. Weißt du was? Du hast recht. Es ist ein Jammer, dass ich es aufgegeben habe. Ich sollte mehr für mich machen. Und das muss noch nicht mal produktiv sein. Wenn ich vielleicht den ganzen Tag im Bett bleiben und furchtbare Liebesromane lesen will, sollte ich das tun. Das ist die richtige Einstellung. Tausend Dank, Gargamelos. Fühlt sich gut an, dass ich das losgeworden bin. Immerhin sind wir zu einem großen Monster fusioniert, nicht wahr? Wenn das kein Bindungserlebnis war, was dann? Ich habe fast ausgetrunken. Was meinst du? Sollten wir uns wieder an die Arbeit machen? Oh yes! Fusion mit Kaylee haben jetzt 15% Stärke mehr. So, ich wollte die Mission noch abschließen. Die eine. Oh, noch ein Geheimnis. Du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe eine winzig kleine Dominotte auf der Lichtung im Zentrum der Kirschaue gesehen. Die war nicht einfach nur ein Baby, sondern so klein, dass sie in meine Hand gepasst hätte. Wie ist sowas wohl möglich? Hier geht etwas Seltsames vor. Dort, okay. Ich will ehrlich sein, Jante. Ich glaube nicht, dass die anderen Captains es verstehen. Was genau verstehen? Dieses ganze Schlafding, Mann. Das, worum es bei mir geht. Sie wissen nichts über die Traumwelt, das kollektive Unbewusste oder wie sich das auf diesen Ort hier auswirkt.
Ganz ehrlich, so langsam vermute ich, dass sie mich für einen riesigen Faulpelz halten. Tja, du bist ja auch ein riesiger Faulpelz. Hehe, weiß ich doch. Kümmere dich nicht um die anderen. Sie müssen deine Arbeit nicht verstehen. Sie müssen nur meine Entscheidung respektieren, dich zum Captain gemacht zu haben. Danke für die aufmunternden Worte, Captain. Die ist cool. Oh, diese ganze menschliche Interaktion macht mich fix und fertig. Ich glaube, ich mache mal ein Nickerchen. Oh, hier. Warst du schon mal in Ham? Du weißt schon, dieses kleine Tal westlich vom Wald von East Ham, wo Captain Lodestein immer ist. Nein, war ich noch nicht. Captain Buffy finde ich am besten. Sie trainiert in der Kirschaube. Greetings. Sei gegrüßt, mein eifriges Helferlein. Hast du unser geheimnisvolles Monster aufgenommen? Wir suchen eine Krähe mit einer Kapuze und einer Maske im Ödland. Hier ist es. Excellent. Ausgezeichnet, und wieder einmal hast du dich als äußerst kompetent erwiesen. Nimmertot, oder? Wiederverwertete Kassette. Eine angeblich aus 100% wiederverwertetem Plastik hergestellte Kassette. Hat eine sehr hohe Effizienz beim Aufnehmen von Monstern des Plastiktyps. Also, wir haben nur noch ein Monster auf meiner Liste der dringenden Untersuchungen. Jante selbst hat eine Kreatur erwähnt, die beim ersten Anblick eines Menschenreis ausnimmt. Angeblich handelt es sich um einen Elf mit Holzgesicht im Park. Wenn sich das für dich nach etwas anhört, das du aufnehmen könntest, wünsche ich dir viel Glück. Okay, Elf mit Holzgesicht? Keine Ahnung. So. Alles gut. Ich habe kürzlich erst auf meinem Boot nördlich von Herbsthügel geangelt. Und du wirst nie erraten, was ich dabei im Nebel gesehen habe. Ein Bürohaus! Da ragte ein stinknormales Bürohaus aus dem Meer. Bei den Gulen in der Nähe lief es mir eiskalt den Rücken runter. Okay, da oben, da war ich noch nicht. Man hat mir erzählt, dass es ein Monster mit Taucherausrüstung gibt, das dir die Fähigkeit verleiht, in jedem Gewässer zu schwimmen, wenn du es aufnimmst. So. Gucken wir mal hier. Tatsächlich. Man kann durch die Dinger mit Spurt durch. Ah. Sehr geil. Ja. Dieses Spiel macht extrem viel Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Viele Neuankömmlinge in der Stadt durchlaufen eine schwierige Phase. Wenn ich dir einen Ratschlag geben sollte, wäre es, dein neues Leben hier zu akzeptieren. Das heißt aber nicht, dass du dein früheres Leben vergessen solltest. Schließlich ist man nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch seine Zukunft, nicht wahr? Ah, hier, der erzählt mir jetzt was darüber. Mach dir keine Sorgen wegen der Verkehrskrabbe, sie ist. Das ist nur mein Sohn. Er spielt so gern mit seiner Bootleg-Kassette. Bootleg? Da habe ich schon eine. Ja, hast du unterwegs schon mal ein Monster gesehen, das nicht seine normale Farbe hatte? Das ist ein Bootleg, verwechsle es aber nicht mit einer Beschichtung. Bootleg-Monster haben immer andere Farben, Elementartypen und Aktionen als normal. Und wenn du sie aufnimmst, behalten sie diese Attribute. Aufgenommene Bootlegs haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ungewöhnliche und seltene Ressourcen zu produzieren und können daher sehr nützlich sein. Hier, probiere es doch einfach mal aus. Captain Cody gibt mir, was er nicht mehr braucht. Ich habe also schon jede Menge. Ach krass, jetzt kriege ich noch ein Bootleg. Ein Bauernskelett, ein Steiniger. Bauernskelette verbringen ein... Mann, die habe ich noch nicht gefangen. Also aufgenommen. Verbringen einen Großteil ihrer Zeit in einem Schlummerzustand, in dem sie ihre Körper in robustes Granit verwandeln. Diese Statuen können nichts ahnende Reisende in Angst und Schrecken versetzen, die plötzlich von ausdruckslosen Monstern mit toten Schädelgesichtern umgeben sind. Und die sind eigentlich... Sieht man jetzt nicht, was die eigentlich sind. Aber hier sind sie jetzt eben Erde und die haben jetzt besondere Attacken dann, nämlich... Kritischer Treffer bei Typenvorteil, Chance von +20% auf Benutzung von Spucken nach Wirkung.
Bootleg-Monster können überall zufällig erscheinen, offenbar sieht man sie aber häufiger bei Fusionen. Ich habe gehört, dass einige sehr seltene Bootleg-Monster funkeln und schillern, als wären sie mit Glitzer bedeckt. Cool. Ich habe ja schon ein Bootleg gefangen, tatsächlich auch so eine Verkehrskrabbe. Aber jetzt vielleicht noch öfter. Man weiß es nicht. Das Leben in Hafenstadt ist beschaulich, aber mir fehlt die Großstadt. In überhitzten Zügen zur Arbeit fahren, teures Essen im Supermarkt kaufen, einen Großteil meines Lohns für die Miete zahlen. Das war schon toll. Schön. Da unten ist eine Fusion, die holen wir uns. Ich bin auf Sticker spezialisiert, die den Typ mit dem Benutzer ändern. Sehr praktisch, wenn du auch die Beschichtungen meines Kollegen verwendest. Außerdem sind sie kompatibel mit allen Kassetten. Ah ja, Das ist krass. Das ist doch viel besser als das. Das sind coole Sachen. Elementarchemie ist der Schlüssel zum Erfolg im Kampf. Ich entwickle Sticker, die dir Kontrolle über Chemie und einen Vorteil im Kampf verschaffen. Ja. Ändert den Typ des Benutzers oder eines Verbündeten. Wird automatisch verwendet zu Beginn. Das macht dann weil. Und das haben sie jetzt hier für alles. Und damit kann man seine Monster so ein bisschen wie soll ich sagen, für den Kampf ausrüsten und denen befehlen, das willst, sollst du jetzt haben und das und das. Und da können die mehrere Typen in einem Kampf aufrufen. Aber natürlich braucht man da auch für jedes noch meinen Fahrradschlüssel hier. Braucht man immer Platz und kann dann nicht andere Attacken so viel nutzen. Na, weiß ich jetzt, dass es da ist. Heimatmuseum Hafenstadt, die Geschichte unserer unglaublichen Gemeinschaft. Mein Urgroßvater war einer der Matrosen, die vor mehr als 100 Jahren auf Neuweral Schiffbruch erlitten. Er wäre bestimmt stolz, wenn er sehen könnte, was wir daraus gemacht haben. Mit Sicherheit. Hallo? So. Jahr 1. Das britische Militärschiff HMS Birkenhead sinkt im Jahr 1845 während eines Sturms auf der Erde. Ein Großteil der Besatzung und der Trümmerteile wird an eine unbekannte, später Neuweral getaufte Insel gespült. Jahr 2. Es treffen zum ersten Mal Neuankömmlinge ein. Hafenstadt wird offiziell gegründet. Die erste verzeichnete Begegnung mit einer unbekannten einheimischen Kreatur oder einem Monster findet statt. Jahr 6. Auf Neuweral wird das erste Kind geboren. Der erste Versuch, die Insel zu verlassen, endet mit einer Katastrophe. Ein auf Neuweral gebautes Schiff sinkt während eines Sturms 1,5 Kilometer vor der Küste. Jahr 48. Nach dem Eintreffen mehrerer Ingenieure wird das erste Stromnetz in Hafenstadt gebaut. Jahr 50. Zum 48. Jahrestag der Gründung löst Hafenstadt das Amt des Bürgermeisters auf und wird fortan durch ein Komitee verwaltet. Jahr 62. Es wird versucht, auf Neuweral eine zweite Stadt namens Neue London zu gründen. Jahr 89. Nach einer furchtbaren Katastrophe wird Neue London zerstört. Nur einer der Einwohner überlebte und konnte nach Hafenstadt zurückkehren. Jahr 91. Die Fall Down Mall wird entdeckt.
wodurch Neuberall eine große Menge an Vorräten von der Erde erhält. Zum ersten Mal wird das Phänomen der Monsteraufnahmen beobachtet. Krass, 90 Jahre ohne Aufnahmen. Hafenstadt hat eine interessantere Geschichte, als man denkt. Es ist wichtig, auf unsere Geschichte zurückzuschauen, wenn wir wissen wollen, was die Zukunft für uns bereithält. Hui. Hey. Jante ist meine Heldin. Wusstest du, dass sie die erste war, die auf dieser Insel ein Monster mit einem Kassettenspieler aufgenommen hat? Ding, 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 ding. Was ist denn das hier? Eugene hätte bestimmt nichts dagegen, wenn wir einfach ohne ihn bei ihm reinschneiden. Das ist Eugenes Haus, alles klar. Schocken. Ah ja. Pelzimitat, da geht's wieder um Bestien. Verzeihung, aber hast du mit den Rangern zu tun? Ja. Okay, wunderbar. Ich bin auch Ranger. Naja, zumindest ein Auszubildender. Vielleicht könntest du mir ja helfen. Ich habe von den Pipers auf ihrer Farm einige Setzlinge anbauen lassen. Die sind zum Aufhübschen der Stadt gedacht. Allerdings habe ich es nicht so mit Entscheidungen. Welche Pflanze würde am besten aussehen? Das ist einfach zu viel für mich. Würdest du einem Ranger-Kollegen aushelfen und einige Setzlinge in die Kübel in der Stadt pflanzen? Oh, danke. Hier, bitte. Samensetzlinge und einige einfache Werkzeuge, um die Kübel in der Stadt auf Vordermann zu bringen. 14 Setzlinge. Ich habe 14 Kübel in der Stadt aufgestellt. Sag mir Bescheid, wenn du sie alle gefüllt hast. Lavendel. In der hingekritzelten Notiz steht: Diese große, maskierte Schlange kann einen dritten Weg einschlagen, wenn man ihr ermöglicht, die Zephyre des Windes zu nutzen. Aha. Ronja, warst du eigentlich auf der Buchmesse? Oder beziehungsweise war alles so voll, wie du da erwartet hattest bei der Arbeit? Du hättest bestimmt nicht erwartet, jemanden so berühmten wie mich hier zu sehen, oder? Warte mal, erkennst du mich denn nicht? Nee, wer bist du denn? Geht nicht. So, wir kämpfen gegen die Fusion. Oh, krass. Junge, die Außenweltler stellen wirklich jede Menge Zeug her, oder? Hallo, ich bin Skip, einer der Ranger-Captains auf Neuveral. Ich sammle und sortiere das ganze Zeug, das ihr Außenweltler herstellt und das dann hier landet. Elektronische Geräte, Möbel, alles Mögliche. Das wird alles hier angespült und von uns genutzt. Was auf der einen Welt Müll ist, ist auf der anderen ein Schatz, nicht wahr? Sag mal, bist du dieser neue Ranger-Auszubildende? Der ein Talent fürs Kämpfen hat? Ich könnte wohl ein kleines Päuschen vom Müll machen, wenn du Lust hättest, meine Herausforderung anzunehmen. Wunderbar. Dann wünsche ich viel Spaß und sei nicht allzu enttäuscht, wenn ich dich besiege. Man kommt jetzt auf sein Level an, ne? Here we go. Oh. Was passiert denn, wenn Blitz... Die werden dann leiten. Oh ja.
Metall leitet Elektrizität und ist daher schwach gegen zukünftige Angriffe des Blitztyps. Machen die Metallball. Na gut. Brennen tun sie trotzdem. So, dann entzünden wir einmal Vasor noch. Achso, das sind beides einmal Vasor. Sag mal, ist der oben jetzt gerade 6-mal Metall oder was? Ich weiß es nicht. Elektrifiziert, zerstört. Okay. Bislang schickst du dich gut. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich mich weiterhin zurückhalte. Wow. Plastik. Ist, glaube ich, gut, ne? Wird dann zu Gift. Und dann kann ich ihn wieder kaputt hauen. Was passiert dann? Plastik ist für Elektro anscheinend nicht so gut. Aber der wird ja gleich zu Gift. Machen wir erstmal so. Genau, Giftbeschichtung. Teilweise. Der wird geschmolzen. Und jetzt kann ich dich auch stürmen. So, jetzt hier noch elektrifizieren. Ach, der da unten wird geleitet. Ja, ja, der leitet. Aber eigentlich ist das hier viel spannender und dann ist er auch weg. Du hast den Kampf gewonnen. Batterie trifft ein Ziel zweimal und landet bei Benutzung nach Stürmen einen kritischen Treffer. Ah ja. Okay. Und er kriegt Déjà-vu. Geil. Statt was? Statt Stau? Nee, Stau ist eigentlich auch geil. Sog können wir mal wegmachen. Wow, du hast mich dastehen lassen wie altes Eisen. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Du hast meine Erwartungen absolut übertroffen. Hier ist deine Belohnung. Das war der zweite Ranger. Er war stärker als der dritte. Ruft Hilfe vom Mutterschiff herbei. Plus 5 Erfahrungspunkte. Oh, geil. Gib mir jemanden. Eigenartige, umgedrehte Weintrauben, die angeblich aus einem Rückwärtstag gepflanzten Samen wachsen. Wenn du sie isst, wird eine Kassette sofort um einen Stern verbessert. Ja, hier, das mit dem plus 5% Erfahrungspunkte ist natürlich wieder cool. Aber die Präzision ist wieder ein Graus. Ich sollte dann wohl mal dieses Zeug weiter sortieren. Haben die Leute auf deiner Welt wirklich so viele Sachen? So ein Leben kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass die Monster hier stärker sein könnten als wir. Quatsch. Oh, hallo. Ja, weil du immer im Weg stehst. So. Ja. Diese Fusion da, die will ich jetzt holen.
Infektionsschwarm. Okay. Das ist ja jetzt nix. Da kommen immer wieder neue. Wie langweilig. Ja, da ich so diese Gruppenangriffe habe, ist das für mich völlig egal. Ja, wow. Da ist die Jumbo-Rüsselampel. Kann ich die aufnehmen? Ja, klar. Vielleicht schon? Ich weiß es nicht. Oh, ich muss kurz rangehen. So. Gut. Wie spielen wir das? Wir machen erstmal die Verkehrskrabbe kaputt. Oder anders. Ich versuche schon mal. Ah, die kann ich nicht aufnehmen. Okay, alles klar. Weil das zwei sind. Na dann, gehen wir auf die Jumbo-Rüssel-Ampel und der greift beide an. Okay. Oha. Oh ja, also die hat ein bisschen mehr drauf. Da machen wir jetzt schön Gift rein. Und hier... Boah, das tut ganz schön weh. Gegen diese Attacke hätte es sich natürlich gelohnt zu fusionieren. Aber kriegen wir auch hier so hin. Wechseln wir einfach einmal durch. Na. Ausweichen erhöht wegen Rauch. So, jetzt haben wir noch zweimal hier Rüsselampeln. Und die kann ich aufnehmen, die habe ich aber schon. Klar, die steht hier drüben ja gerade als Bootleg rum. So, entzünden, dann wird es zu einem Gifttyp. Wäre für mich schlecht. Ich kann erstmal allen Stau auf. Halsen.
Du? Entzündest die Rüsselampel auch? Dann wird die auch zum Gift. Na, jetzt werde ich auch vergiftet, ne? Kann man mal vergeigen. Dann kämpfst du nochmal mit Entzünden. Und du nimmst es auf. Auch wenn ich die schon habe, ich habe die ja nur als Bootleg bisher. Und man kann die ja auch dann nutzen. Machen wir nochmal entzünden. Und du nimmst einfach nochmal auf. Du kannst ja eine Chromdioxid-Kassette nutzen. Recording. Oh, da geht die Chance auf einmal hoch. Boah. Also die wäre jetzt locker tot gewesen. Die hätte ich locker besiegt, wenn ich nicht jetzt das mit dem Aufnehmen versucht hätte, aber so passt das ja auch. Hier, die hat aber auch so als normal, nicht als Bootleg-Version, spannende Attacken. Spucken, kennt man. Das ist dann halt alles Plastik, ne? Entzünden haben die trotzdem. Also hier, das haben die alles an sich trotzdem als Attacken. Das ist jetzt gar nicht so besonders für meine Bootleg. Version. Die hat ja jetzt nicht tausend andere Attacken dadurch, sondern die sind nur seltener und die haben dann noch Zusatzeffekte. Spannend. Erweckt dem Benutzer bei einer Niederlage mit 25% seiner TP wieder. Aha. Ach so, hier, die. Okay. Das ist okay. Donnerexplosion trifft ein Ziel und fügt ihm zusätzlich 30 Schaden des Lufttyps zu.